Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Evil Genius 2. Ja, gut, was gehen wir heute an? Ich würde sagen, wir gehen nicht die Main Quest heute an, sondern wir suchen uns eine neue Quest. Nämlich eine von den Nebenquests und ich dachte mir, wir kümmern uns mal um Incendio mal wieder. Denn ich fand den echt cool und ja, würde gern mehr über den wissen. Das sieht nach der reinsten Touristenplage aus. Da es leider keine Touristenkammerjäger gibt, musst du das Problem an der Wurzel packen, was immer das auch sein mag. Irgendjemand macht weltweit für das Casino Werbung. Die Touristenbuchungen steigen in beängstigendem Maßen an. Entsende Teams, um die Werbung zu stoppen. Okay, okay. Wir versuchen Incendio das Handwerk zu legen. Gut, dann müssen wir wohl Leute in die Welt hinausschicken. Gucken wir mal, hier drüben müsste das sein. Der große Cup One. Ja, sollten wir hinkriegen. Jemand verteilt in Lagos Coupons auf offener Straße, um dann plötzlich zu verschwinden. Finde diese Person und beende ihre Umtriebe. Let's go. Oh, ich habe jetzt nicht geguckt. Ach, das bringt nur 15 Argon. Es sollte sich ausgehen. So, haben wir davon noch mehr? Oder ist das das Einzige auf der Weltkarte, um das wir uns erstmal kümmern müssen? Hier oben würden wir ein bisschen Geld scheffeln. Das gönnen wir uns kurz, bevor wir uns um die Trap kümmern. Hier. Aus dem Programm gespült. Jetzt konnte ich das nicht lesen. Komm, spring wieder hoch. Ein agentischer TV-Moderator setzte sich für umweltfreundliches Toilettenpapier ein und Alarmanlagen? Was? Mit so einem Charakter willst du dein Casino nicht in Verbindung bringen. Töte ihn. Mit 8 Wächtern. Dann let's go. Es geht sich auch aus von dem Argwohn. Sehr nice. Läuft bei uns. So, ein drittes müsste es auch noch geben. Aber ich finde es gerade nicht, wenn ich ehrlich bin. Doch, hier unten. Sehr nice. Hier brauchen wir erst Stufe 2. Das heißt, wir müssen hier verbessern. Gut, upgraden wir das kurz. Und dann kümmern wir uns um die Quest. Was haben wir? Drohnen werfen über Melbourne in Australien Werbebroschüren für ein Casino ab. Entsende ein Team, um die Drohnen und ihre Betreiber abzuschießen. Was? Abzuschießen? Wow, das klingt ein bisschen heftig. Aber ja, gut. Wir müssen eh erst upgraden und dann machen wir das auch noch gleich. Sollte ja alles schnell geregelt sein. Wir brauchen mehr Geld, Leute. Wollen wir denn wenig Heat? Also hier oben haben wir wenig Heat, aber... Nee, das ist gut. Oh, was brauchen wir? Wir haben keine Wächter mehr. Das ist schlecht. Wir brauchen mehr Wächter, Leute. Mehr Wächter. Aber gut. Ich glaube, das Geld float. Die Quest hier unten, die Quest hier oben. Okay, okay. Sollte gleich losgehen. Ja, ja. Die sind schon am Weg. Sehr nice. Das heißt, die anderen sind sicher auch gleich am Weg. Und dann als dritter natürlich das Upgrade. Dann warten wir kurz, bis das geupgradet wurde. Der Plan ist schon abgeschlossen. Sehr nice. Aber eigentlich wollte ich ja noch gucken. Irgendeine Falle wurde hier getriggert. Aber ich glaube, das ist gar nicht mehr so relevant. Oder haben sich die Agenten irgendwie in Luft aufgelöst? Naja, what the fuck? What? Der Typ ist unsichtbar oder wie schaut's aus? Find ja, dann töten wir den. Agent X. Command Processor. Komm. Online. Den machen wir doch kalt, oder? Awaiting input. Calculating optimal route. Was macht der? Den haben wir noch nie gesehen von Salaries. Blau. Affirmative. Wo bist du denn, Iris, wenn man dich mal braucht? Der legt solche komischen Kisten am Boden. Gucken wir uns gleich noch an. Hier, ich hab die nämlich schon mal gesehen. Ja, dann lauf doch mal schneller, Iris. Wo bist du denn, wenn man dich braucht? So, jetzt wird's interessant, weil Iris... Kannst du bitte dahin gehen, wir müssen... Noch auf Iris warten, ganz kurz. Ah ja, Iris ist hier. Gut. Jetzt greifen wir den gleichzeitig an. So, mal gucken, was passiert.
Standby for elimination. Time to switch them off. Das wird nicht funktionieren. I'm intrigued to see the results. So. Na komm her. Let's proceed. Schon wieder irgendwie. So, jetzt. Angreifen? Na komm. Ja. Okay. Wie schaut's aus mit dem Leben von dem Dude? Er hat sich einfach aufgelöst. Die Demokratie stirbt im Dunkeln, aber noch ist die Nacht nicht angebrochen. Okay. Eine Nacht von Agent, was, X oder wie heißt der? Interesting, der hat so einen komischen Koffer hier liegen lassen. Gefälschtes Beweismaterial, okay. Agent X. Na gut, das ist sicher nicht gut. Aber gucken wir wieder... Oh, das wollte ich gar nicht. Gucken wir wieder auf die Weltkarte. Denn wir haben ja schon irgendwo einen Plan abgeschlossen. Wir haben schon zwei Pläne abgeschlossen. Und wir haben schon geupgradet. Sehr nice, bei uns läuft ja. Und dann starten wir gleich diesen Plan. Gelesen haben wir es schon. Sehr, sehr nice. Dann gucken wir mal, ob Incendio wieder mal auftaucht. Oh, nee, das wollte ich gar nicht. Hier bei unserem Plan. Gibt es hier was Neues? Nee, natürlich nicht. Dann müssen wir jetzt eigentlich eh nur kurz warten, bis diese Quest erledigt ist. So, Leute, die Quest wird ausgeführt. Der Hubschrauber kommt sofort hier hin. Und dann geht's mal wieder weiter. Ach Gott, heute war der erste Ferientag in Wien. Das bedeutet auch der erste Arbeitstag für mich bei den Summer City Camps. Es war sehr lustig, aber ein bisschen sehr unorganisiert und ein bisschen sehr stressig. Und ich bin froh, dass der erste Tag vorbei ist und ich mich dann nachher hinlegen kann und eine Runde schlafen. So, vertreibe Touristen aus der Tarnfirma. Okay, wie geht's weiter mit unserem Plan? Gucken wir mal. Löse das Problem der Touristenüberführung, indem du den Urlaub der Besucher verkürzt. Schicke sie nach Hause. What? Aber was müssen wir tun? Your minions are in combat. Ja, unsere Minions sind in Combat. Genau hier, das wusste ich schon. Du kommst bitte hier raus. Oder komm einfach hier hin. Oh, vielleicht nehmen wir die gute auch noch. So, aber... Vertreibe Touristen aus der Tarnfirma? Was soll das bedeuten? Ich bin noch ein bisschen... Ich bin noch ein bisschen verwirrt, was wir jetzt gerade tun müssen. Achso. Oh. Wir sind wieder mal schneller als Iris. So, wie sieht's aus? Unser Leben geht drastisch nach unten. Ah, ja, das ist sehr gut. Iris, tu mal was für dein Geld. Your henchman is in combat. ID's unit affirmative. Sehr nice. Ich glaube, das passt jetzt recht gut. Aber wir kriegen ganz schön viel Schaden. Ja, komm mal wieder vor. Iris. So, und jetzt müssen wir unser Leben mal ein bisschen im Blick behalten. Denn wir haben nicht mehr so viel. Wobei, es schaut gut aus. Schaut gut aus. Bisschen Gefeide kann nicht schaden. Okay, sind wir schon fertig, oder? Sehr nice. Gut, was müssen wir jetzt genau tun? Ich bin ehrlich gesagt verwirrt. Vertreibe Touristen aus der Tarnfirma. Aber wie? Mit Iris? Nee. Wie vertreibe ich die denn? Ich kann die töten. Aber ob das der richtige Weg ist? Nee, ich kann die auch gar nicht töten. Ich habe keine Ahnung. Ich bin immer leicht verwirrt bei manchen Quests, aber ja gut. Leichte Verwirrung gehört dazu. Das sieht super aus. Ich würde das mal kurz machen. Hier kriegen wir ein bisschen Geld. Aber was müssen wir denn jetzt machen für unsere Quest? Confused. I'm confused, Leute. Gucken wir nochmal. Ja. Vertreibe Touristen aus der Tarnfirma. Das habe ich schon gecheckt. Aber wenn da nicht mehr 6 von 20? Hä? Wann haben wir denn irgendwas davon gemacht? 7 von 20? Was? Was machen wir denn? Macht irgendwer irgendwas?
Vielleicht dauert das einfach seine Zeit und wir warten? Gucken wir mal. Your research has been completed. Sehr nice. Unsere Forschung ist abgeschlossen. So, wir machen mal kurz Pause. Wir haben Fitnessstudio erforscht. Das verbessert die Gesundheit. Und dann dachte ich mir, verbessert die Arbeiterklugheit, kann nicht schaden. Basistraining, fies sein, leicht gemacht, eine Fortbildung. Erforschen wir doch auch. Aber das Fitnessstudio sollten wir gleich mal bauen. Was gibt's hier eigentlich noch? Oh, es gibt irgendwie sehr coole Sachen. Okay, wir müssen was bauen. Bei, Krankenhauszimmer? Krankenstation, ja genau. Hier, okay. Ich dachte, es kommt in den Freizeitraum. Aber gucken wir uns das doch mal an. Fitnessstudio. Okay, okay. Na dann, let's have a look, würde ich sagen. Ah, das ist so ein 3 auf einmal. Also hier kann man so von oben ziehen, hier kann man laufen. Hoppala. Und hier kann man Radfahren. Jetzt checke ich das erst. Okay, okay. Und während wir hier blöd gucken, gehen hier oben natürlich die Zahlen auch hoch. Also warten wir einfach mal ganz kurz. So, Leute, da haben wir unsere neue Maschine. Sieht sehr interessant aus. Looks interesting. Das benutzt gleich jemand, oder wie schaut's aus? Nee. Das tut mir so. Anwender und Nutzer. Ah. Okay, okay. Aber da unten haben wir Schergen, das sieht nicht gut aus. Die von der Kamera erkannt wurden. Na gut, die machen wir gleich mal. So, die machen wir gleich mal alle. Pause. So. Ablenken. Das passt eigentlich gut. Jupp, finde ich super. Warum steht unser Evil Genius eigentlich dort? Die könnte auch... Naja, eigentlich bräuchte die wieder leben. Also setzen wir die lieber in den Stuhl. Dann soll sie sich mal wieder healen ein bisschen. Okay, okay. Was geht eigentlich ab? Ach ja, wir müssen Zeit verstreichen lassen. Dann gucken wir mal unseren schönen Touristen zu. Task complete. Oh, da haben wir jetzt ganz schnell sehr viele Leute vertrieben. Aber jetzt sind irgendwie so Fragezeichen-Dinger hier. What's going up in here? Geheimnisvoller Diener. Hey, diese Schergen arbeiten nicht für dich. Finde heraus, was er hier macht. What? Okay. Untersuche mysteriöse Diener. Wie machen wir das? Indem wir die einfangen. Capture them. Ja, würde ich jetzt einfach mal sagen. Untersuchen. Wie untersucht man denn? I want that intruder. Need anything? Nee, sie kann es nicht. Sie kann es auch nicht. Nee, dann werden wir die wohl festnehmen müssen. Den nehmen wir auch fest. Den nehmen wir auch fest. So, haben wir noch einen? Nee, ich glaube, das waren alle. 4 oder 5? 5 waren es jetzt. Oh mein Gott. Okidoki. Wir haben Diener, die nicht für uns wirklich arbeiten. That's creepy. Aber kümmert sich darum auch irgendjemand oder tun die nur so? Jetzt beschweren sich Touristen darüber, dass sie von ungehobelten Hotelangestellten belästigt werden. Doch die arbeiten gar nicht für dich. Verhöre einen und finde heraus, wer sie geschickt hat. Jop, gucken wir mal. Ob hier irgendwas auch passiert oder ob den irgendjemand gefangen nimmt oder ob das heute oder morgen noch passiert. Ja moin. Kann sich ja nur um Stunden handeln. So Leute, wir haben jetzt 2 Gefangene. Die werden wir natürlich gleich hier einmal in den Gehirnwäscheautomaten stecken. Und einmal in den normalen Folterapparat. Wir brauchen ein größeres Folterarsenal, habe ich das Gefühl. Das wäre schon ziemlich nice. Und ich glaube, eine Person müssen wir dann noch hier reinstecken. Aber gucken wir uns erstmal den Gehirnwäsche, whatever. Gucken wir mal, wie können wir uns das beides angucken? Ich glaube, so ist eine geile Position. Oh ja, das sieht doch nice aus. Ja, das ist eine nicht geile Folterung. Vor allen Dingen, warum eine Gehirnwäsche?
Hat es was gebracht? Hä? Okay, das hat irgendwie nichts gebracht. Confining. Ah! Kann man mit der Gehirnwäsche die... Also Feinden macht Freunde. Okay, das heißt, wir könnten, sollten vielleicht öfter mal jemanden gefangen nehmen. Das wäre gut. Okay, also das müssen wir machen. Das ist Foltern quasi. Und das hier ist einfach Gehirnwäsche. Da können wir die quasi resetten. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite wahrscheinlich auch ein paar andere Agenten gefangen nehmen. Haben wir die anderen schon getötet? Oh. Was haben wir? Forschung abgeschlossen. Was haben wir erforscht? Ah ja, dieses Klugheitstraining. Basistraining. Okay, okay. Hier haben wir jetzt alles in der zweiten Spalte. Verbessere die Kampfschergen. Was ist das? Multimedia-Fortbildung. Ja, das kaufen wir auch. Research has begun. Natürlich. So. Wo müssen wir eigentlich hin? Wir müssen kurz was bauen in die Brain Bar. Hier oben muss dieses Teil hin. Eine Fortbildung? Wie steht die jetzt einfach? Not enough power to power this build order. Wir haben nicht. Das kann doch gar nicht sein. Also, alles bestätigen. Und hier brauchen wir nochmal ein paar Energiezellen. Bitteschön. So, das sollte sich ja eigentlich alles ganz gut ausgehen mit dem Geld. Wo? We have captured an intruder. Wo sind unsere Intruders? Den brauchen wir hier bitte. So, eigentlich war ich auf der Suche nach den Eindringlingen. Wir hatten solche Taucher gerade hier. Aber ich glaube, die Taucher sind schon wieder gone. Wenn ich das richtig sehe, sind die schon wieder weg. Warum ist hier nichts los? Die Taucher sind hier? Oh Gott, okay. Irish scheint es nicht so gut zu gehen. Okay, aber die Taucher haben keinen Verdacht. Also ist es eigentlich wurscht. Wobei, wir könnten noch einen von denen irgendwie... Find that intruder and bring them in for questioning. Ja, wieso nicht? Machen wir das doch mal. Oh, oder den hier. Aber wobei... Ach, ist eigentlich egal. So. Wie sieht's hier aus? Hier wird weiter gequält. Ja gut. Wir müssen noch drei Leute hier ein bisschen quälen. An intruder has given us. Sehr nice. Und dann Nummer 3, bitte. Dann sollten wir damit auch ziemlich schnell fertig sein. So, die Folter geht natürlich weiter, auch bei Nummer 3, obwohl der gar keinen Bock mehr hat und eigentlich lieber Mittagspause machen will. Aber, naja, Folter oder Mittagspause, da würde ich es mir auch nochmal überlegen. So. Was? Das Verhör von mysteriösen? Was? So geht's. Was ist denn mit ihm los? Warum flieht er? Weil er eine Leiche gesehen hat? Desertiert. Ja, okay. Das finde ich jetzt ein bisschen strange. This intruder must be. I want that intruder found and captured. Okay, interesting. Training has stalled. Okay. Was ist denn hier los? Okay, das war vielleicht ein bisschen zu viel. Töten wir ihn einfach. Töten wir die einfach, bevor wir die verhören. Können wir die ja einfach alle töten. Wobei, versuchen wir den doch einzufangen. Warum denn nicht? Ah ja, Iris, gönn dir ein bisschen. Können wir nicht das einsetzen? Oh Gott, alle stehen da drin. Ah, die ist verletzt. Die ist verletzt. Okay, okay. Aber hier sieht es, glaube ich, ganz gut aus, oder? Eigentlich, ja. Ah ja, nur noch der einzige... Yes. Es gibt nur noch den, den wir gefangen nehmen wollten. Sehr nice. Aber alle sind ein bisschen verletzt. Okay, okay. Dann warten wir einfach, bis die wieder hier eingesperrt wurden. Und dann
Sollte alles wieder zur Normalität zurückkehren? An intruder has been captured. So, sperren wir dich weg, oder besser gesagt, verhören wir dich. Und den zu verhören, da habe ich irgendwie auch Bock. Oder den Kern zu waschen, whatever. So. Gucken wir mal. We have captured an agent. Eskortieren hierhin, bitteschön. Ja, super, er geht jetzt wieder. Eieieiei. So, hoffentlich funktioniert das jetzt. Weil warum hat die Folterung vorhin nicht funktioniert? Incendio, I should have known. You sent those tourists and those so-called valets. This is all you're doing. I had to make sure your humiliation had an audience. You caged me. And I won't forget that. A second-rate crime lord trying to take me down? I've seen this show before, and it's overrated. Soon the whole world will know I beat you at your own game. Ow! Okay. Was war das für... Achso, weil die gerade gestorben ist, ne? So, gut, dann muss das irgendjemand wegräumen und dann Incendio ist anscheinend gut darin, seinen eigenen Tod vorzutäuschen. Wenn er sich schon nicht umbringen lässt, kannst du ihn zumindest in eine Zelle stecken, wo er weniger Unheil anrichtet. Besiege im Incendio im Unterschlupf? Ist er hier? What? Hier? Vor Ort? Incendio? A small fire has started in your lair. Okay, wartet, wir haben gerade irgendwie gleichzeitig ein paar Problems. So. Versuchen wir mal das auf die Reihe zu kriegen und dann, wo ist ein Small Fire? So, wo ist das Feuer, Leute? Ah, Iris geht's nicht gut. You have a command? Das ist nicht gut. Ja, habe ich. Hatte ich doch gerade schon. Aber dort ist ein Fire. What? Wo ist das Fire? Ich sehe das Feuer nicht, ehrlich gesagt. Aber okay. Ist oben das Feuer? All fires have been extinguished. Ah, okay, sehr gut. The magic was in you all along. Ah, Incendio hat das Feuer gemacht. All fires have been extinguished. It's getting hot in here. So, das brauchen wir eigentlich nicht, oder? Egal. Wo zur Hölle ist denn Incendio? Ich habe ihn irgendwie, ehrlich gesagt, verloren bei seinem spektakulären Fight. Habe ich ihn, ehrlich gesagt, aus den Augen verloren. Besiege Incendio im Unterschlupf zweimal, aber ich weiß noch nicht, wo er ist. Da ist jemand, da ist jemand, hier ist jemand. Der Typ konnte sich wieder befreien. Den können wir gar nicht verhören. Interessant. Aber dafür haben wir jetzt keine Zeit. Den sollten wir einfach töten, so schnell als möglich. Und dann müssen wir eigentlich nur wissen, wo Iris nochmal ist. Iris, Schätzelein. Nee, eigentlich nicht. Naja. So. Wie finden wir denn jetzt Incendio nochmal? Dieser komische Typ, der hier jetzt überlebt hat, der macht mich schon wieder krank. Oh ja, Incendio ist wieder back. Er steht hier in der Zwischentür. Und dann sollten wir uns darum kümmern. Vielleicht... Oh Gott, alle brennen. Das ist nicht gut. Lauft doch nicht weg, wenn ihr brennt, Leute. Ja, ich merk's schon. Jetzt ist er wieder weg. Als einer deiner Schergen Incendio abtastete, fiel diesem ein Päckchen Karten aus der Tasche. Erforsche es, um Incendios Illusionen durchschauen zu können. Okay. Schließe das Forschungsprojekt Kartentricks ab. Okay, das heißt, wir müssen jetzt die Forschung ändern. Weil dann werde ich das wahrscheinlich pausieren. Weil ich will lieber das machen. Oder können wir das gleichzeitig machen? Was ist hier los? So, ja, kann ich das abbrechen? Ja, okay, dann müssen wir das von vorne anfangen. Ah, das ist Käse. Egal, wir machen trotzdem vorher das mit Incendio und erforschen seine Kartentricks. Let's go.
Jetzt sollte ja alles wieder eigentlich normal sein. I think so. So, den eskortieren wir noch dahin, um den Diener los zu sein. Aber ich glaube, das war's dann, oder? Irgendwie, was aus diesem Taucher geworden ist, I don't know. Und da ist die Forschung auch schon durch. Wow, die hat echt nicht lange gedauert. Nachdem du in Sandys... halt doch die Klappe, Iris. Nachdem du in Sandys Tricks durchschaut hast, konntest du ihn umbringen. Aber vielleicht willst du ihn lieber am Leben halten. Er könnte sich ja als nützlich erweisen. Sicher, er hat einige schlechte Angewohnheiten, aber wer hat ihn nicht? Ja, finde ich gut, dass ich würde ihn jetzt auch nicht unbedingt umbringen wollen. Time for a showdown. Okay. Wo waren wir hier? Starten wir gleich wieder und dann gehen wir mal kurz wieder zu unseren Quests. Genau, das hatten wir gerade. Aber ich will den ehrlich gesagt nicht umbringen. Die Frage ist nur, wo ist der Dude überhaupt? Eine Ermittlerwelle ist eingetroffen. Ja, das ist jetzt ein bisschen unpraktisch, würde ich mal behaupten. Hier nicht. Hier auch nicht. Wo sind denn die Ermittler schon wieder? Hier seid ihr, ihr komischen Dudes und Dudettes. Wir können euch einfach vielleicht... Oder wobei, wir könnten euch einfach auch... Ja, wir distracten die ein bisschen. So. Gut, das sollten wir hinkriegen. Töte oder fange Unterweltboss. Okay. Hä, aber ich weiß doch gar nicht, wo Incendio ist schon wieder, dieser... Oh! Wie sollen wir den töten oder finden, wenn ich absolut keinen Plan habe, wo der Dude ist? Oh, wie soll... Ah, da ist er! Warum hat der so fette Bodyguards? Das gefällt mir jetzt aber irgendwie gar nicht. I need that intruder found and captured. Boah, das finde ich gut. Everything. Und... Yes. Sollen wir irgendwie den Alarm anmachen oder so? Ich weiß nicht, ob das hilfreich oder eher nicht hilfreich ist. Wir können nur die komischen... Okay. That doesn't fit the equation. Ah, nee, das wollte ich nicht. Und Iris holen wir auch noch. Gut. Dann machen wir halt einfach seine komischen Bodyguards zur Schnecke. Wenn uns das mehr bringt, dann... Does not compute. Na komm, Iris. Iris says no. Ach, Iris, du gehst mir hart auf den Nerven. I am the brains of the operation. Ja, ich weiß noch nicht so ganz. Die gehen jetzt dort rein? Warum gehen die denn dort rein? Das macht ja gar keinen Sinn. Wo sind wir denn? Hier ist sie, okay. I want that time to let's proceed. Nein, wir dürfen doch nicht im... I'm intrigued to see the results. Stamination program. Ja, wir dürfen nur von der Ferne nämlich. Nothing is certain but my success. In the name of science. Hallo, willst du schießen vielleicht? Was soll denn das? Ja. Dazu müssen wir halt auch was tun. Okay. Das ist wahrscheinlich nicht so sinnvoll. Wenn die sich mit dem rumschlägt, dann gehen wir mal besser. Wir dürfen ja auch nicht da drauf gehen. Gehen wir einfach mal hier hin. Oder hier dahinter. Ja. Na, gehen wir halt mal hier rein. Oder am besten noch hier rein. Wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht. Hm, wo sehen wir denn? Lodo muss dich schon bewegen, Lady. Ja, das könnte schon besser sein. Yes, das ist aber gut, das ist gut, das ist richtig gut. Yes, das ist nice. Durch die Fallen, ja, daran muss ich noch ein bisschen öfter denken. Wir müssen die
Ja, wir müssen auf jeden Fall seine Helferlein zur Schnecke kriegen. Weil ich glaube, das ist das Wichtigste. Wenn die tot sind, glaube ich, haben wir es geschafft. Ja, wir müssen... Was ist denn dort drüben los? What is happening? Ah, hier ist ein Feuer. Okay, ich kann nicht mehr sagen, ob da irgendwelche Feinde sind oder nicht. Aber wir haben auf jeden Fall Incendio. Ist hier jetzt noch irgendjemand Böses? Oder wie schaut's aus? Nee, ich glaube, wir haben das gut überstanden, oder? Boah, dann würde ich sagen, begeben wir uns gleich mal wieder in unseren Unterschlupf. So, kurze Pause. Ich glaube, sonst eskaliert hier alles. Du gehst einmal hier hin, weil wir haben und was geht hier drin ab? Was haben wir hier? So, der hat eh keinen Verdacht. Der hat auch keinen Verdacht. Na, die bringen wir einfach raus, das ist kein Problem. Und Incendio sollte jetzt irgendjemand einsperren. Und ich glaube, Iris ist jetzt ziemlich am Arsch mit ihrem Leben. Aber ja gut, solange wir Incendio haben, ich hätte ihn gern auf meiner Seite. Das würde ich ziemlich cool finden, wenn der hier für uns ein bisschen worken wird. Schon wieder ein kleines Feuer? Was geht denn hier ab? Wo ist das kleine Feuer? Keine Ahnung. Okay, Iris geht's wieder gut genug, dass sie laufen kann. Ja gut. So, Alter, warum kümmert sich denn niemand um den? Ist ja mega nervig. Okay, der ist jetzt gleich gestorben. Das ist natürlich auch ein bisschen unpraktisch. Ein Minion ist deserting. Warum denn das? Eigentlich? Ach, nicht schon wieder. Weil hier so viele verbrennen, oder was ist hier los? Ja, es muss sich trotzdem jemand um den kümmern, würde. Sonst geht hier nichts. So, und jetzt kommt schon. It could be worse. This is as good a place as any to lay low. Laying low? On my island? What sort of trouble should I expect? Another magician. Terrible beard. Cheap magic tricks. Willing to kill. As if one of you weren't dangerous enough. Okay, okay. Wir haben die Mission abgeschlossen. An intruder has been captured. Machen wir mal Pause. Puh, und haben Incendio gefangen genommen. Finde ich nice. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was uns das bringt oder ob uns das irgendwas bringt. Nee. Aber er ist jetzt hier. Und er scheint auf unserer Seite zu stehen. Vorübergehende Partnerschaft. Okay. Der Unterweltboss will mit dir, aber nicht für dich arbeiten. Naja, okay, das verstehe ich ja. Hoffentlich geht das gut, Incendio. A trap has been triggered. Warten wir mal kurz auf ihn. Ich will ihn schon angucken, was so abgibt bei ihm. Okay. Na gut. Ah ja, hier flieht nur jemand. Das ist nicht so wichtig. Lass du das Geld da, sonst töte ich dich. Nee, wenn du Geld stiehlst, dann... Leute, die Geld stehlen, müssen sterben, Leute. Okay, aber dann war's das. Wir haben eine interessante Quest gemacht heute mit Incendio. Und machen dann einfach in der nächsten Folge weiter, entweder mit dem Nebenquest oder mit der Hauptquest. Sehen wir dann. Also bis dahin. Ciao.